Mit diesen Aufnahmen zweier Überwachungskameras fahndet die Polizei nun nach drei Männern, die AfD-Politiker Frank Magnitz in Bremen angegriffen haben. Der Sprecher des Landesverbandes Bremen war am Abend des 7. Januars in der Nähe eines Theaters attackiert und schwer verletzt worden. Der Angriff der drei Unbekannten trage die Handschrift von Linksextremisten, sagte Magnitz Welt. Einen zuvor für möglich gehaltenen Raubüberfall schloss er später aus. Die Tat war parteiübergreifend verurteilt worden. Bundespräsident Steinmeier sagte, jede Form der Gewalt gegen Mandatsträger sei ein Angriff auf den Rechtsstaat.